Mannsbilder und zuletzt auch Weibsbilder. So seid uns willkommen geheißen hier auf der Burg zu Hohenäufen. Ihr habt euch aufgemacht, um teilzuhaben bei einem mittelalterlichen Bankette, wie es gute Sitte ist und alter Brauch es hier in diesen alten Mauern abzuhalten. Dazu, so dürfte ich schon vorausschicken, hätten wir eigens für euch die besten Köche des Landes zusammengetrommelt, auf dass sie für euch Köstlichkeiten präpariert haben. Da geht ein Raunen durchs Volk. Auf dass sie für euch Gaumenfreuden anreichen mögen. Auf dass der heutige Abend in ewige Erinnerung bleiben wird. Da geht normalerweise kein Raunen. Des Weiteren so hätten wir eigens für euch den Schankwirt angewiesen, auf dass der Keller gefüllt sei mit ausreichend Rebensaft und Gerstengebräu. Auf dass einer Zecherei bis in die frühen Morgenstunden nichts im Weg stehen möge. Außer vielleicht die Weibsbilder, die ihr mitgebracht habt. Nun, des Weiteren, so hätte man uns hierher bestellt, die Musikgruppe, genannt Camino Dos. Wir wollten uns gern vorstellen, zu meiner Rechten, eurer Linken, kein geringerer als Wolf von Wattbach. So, habe Dank für euer Handgeklapper, aber ihr müsstet wissen, dass es früher üblich war, dass man nicht nur in die Hände geklappert hat, nein, man hat auch ein Jubelgeschrei hören lassen. Und das wollen wir hören für Leo den Spielmann. Nun seid vielfach bedankt für die spontane Jubelgeschrei, hochehrenreiche Gäste. Nun, so wäre es aber, dass wir nicht nur zu zweit hier seien, nein, ein weiterer, man hätte ihn herbestellt, hier auf den Hohenäufen hinaufgeschritten ist er und sei kein geringerer als von der Tafel des Runde des Hohenäufens. So sollt ihr ihn mit dem gebührenden Jubelgeschrei und Handgeklapper begrüßen, kein geringerer als Ritter Williams James Charles. Genug, genug, so habe ich noch nichts getan, um euer Handgeklapper gar verdient zu haben. Williams James Charles als Herold. Den bürgerlichen Namen, Willi Kalle Hans. So darf ich euch gleichermaßen hier begrüßen. Hier auf dem Hof zu Hohenäufen, mittelalterlich. So wollt ihr speisen, so habe ich es gar vernommen. Die Regularien, die Gebräuche und die Sitten. So der Herold vonnöten, euch Kunst zu tun, um zu wissen. So will ich gleich mit dem ersten beginnen, auf das ihr danach handelt. So ist dies die Anrede, miteinander umzugehen. So steht hier geschrieben, um Arm oder Reich, um Groß oder Klein, heute gilt ein brüderliches Du. So soll es nicht sein. Die Weiber. Es sind aber die, die zu Rechten von euch sitzen. Die Geliebten. Sag mal, wie warst du dabei? Oder aber auch die Jungfrauen. Ja, gut, das kann man. Sind heute Meisen genannt, welche anziehen. Die Herren, wir sprechen sie mit Junkers an, auf das unser Gelage gemütlich wird. Nun, zum Gelage. Soll ich noch einige Worte verwenden?